Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute gibt es kein VR-Spiel, sondern ein kleines Tutorial. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie ich meinen Sound mit VoiceMeter organisiere. VoiceMeter könnt ihr unter der Seite vb-audio.com runterladen. VoiceMeter unterscheidet sich durch drei verschiedene Anwendungen. VoiceMeter Standard ist eine kleine abgespeckte Version, um mal reinzuschauen. VoiceMeter Banane ist eine etwas größere Applikation und VoiceMeter Potato, welches ich selber nutze, nutzt die volle Bandbreite der Anwendung. Ich switche mal um zu meinem Setup und wie wir sehen, sieht VoiceMeter aus wie ein virtueller Mixer. Denn das ist die Arbeit, Routen und Organisieren der Ein- und Ausgänge der Sounds. VoiceMeter unterscheidet sich hier anhand dieser Brackets der virtuellen Eingänge. Wir haben hier die Software-Eingänge sowie die Hardware-Ausgänge, die in Buchstaben unterteilt sind, welche wir auch hier unten an den einzelnen Reglern sehen. In meinem Setup sehen wir, dass ich auf A1 ein Headset angeschlossen habe. Auf A2 würde jetzt hier die virtuelle Brille die Lautsprecher angeschlossen sein, sowie andere Peripheriegeräte wie Subwoofer oder andere Boxen. Wenn ich jetzt nun einen Sound habe, welcher über den Hauptmain läuft, route ich ihn unter den einzelnen peripheren Geräten. Da ein Mikrofon auch noch angeschlossen werden sollte, wie man jetzt hier sieht, während der Aufnahme sich der Pegel bewegt, sage ich der Anwendung, dass der Sound, den ich in den Mikrofon einspreche, über B1, also den Softwareausgang, ausgegeben werden soll. Ich könnte ihn auch auf den zweiten oder dritten legen, jedoch lohnt es sich, einzelne Soundstränge auf einzelne Lanes zu legen. In der späteren Anwendung unterscheidet sich dann nur noch, wo die Ausgänge sind und wo die Eingänge sind. Somit kann ich für die Aufnahmen drei verschiedene Mikrofone anschließen, die ich über drei verschiedene Lanes lege, genauso wie drei verschiedene separate Eingänge, wie zum Beispiel das Spiel Ingame Sound oder in meinem Falle den Sound von Discord oder Teamspeak separiere, um gewisse Sounds zu filtern. Des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit, den Gain oder den Noise Gate einzustellen, sowie einen Limiter, um den Sound nicht zu übersteuern. Standardmäßig können wir noch die Lautstärke des Mikrofons hoch und runter stellen oder externe Effekte noch hinzufügen. Ebenfalls ist es vielleicht interessanterweise zu sagen, dass wir hier einen eingebauten Equalizer haben, um eingehende Sounds vor der Bearbeitung zu modifizieren oder intern in den Kopfhörern, wie ich es für meine Vive Pro 1 Brille nutze, um quasi den Sound der Lautsprecher zu verbessern. In diesem Fall habe ich hier die Tiefen und die Höhen um einiges erhöht, um die Soundqualität für mich meiner Meinung nach zu verbessern. Natürlich können auch verschiedene Profile angelegt werden, um das Wechseln zwischen verschiedenen Applikationen zu vereinfachen. Wenn man jetzt beispielsweise viele Eingänge und viele Ausgänge hat, wie jetzt bei mir, dass ich viele verschiedene Geräte ansprechen muss, lohnt sich VoiceMeter, vor allem Potato, für den einen oder anderen auf jeden Fall, um seinen Soundmanagement einigermaßen zu organisieren oder in Streams oder im Talk oder für Aufnahmen zu separieren, um sich zu gewissern, dass gewisse Sounds nicht in der Aufnahme drin sind oder zum Beispiel auch im Teamspeak gewisse Sounds hineinzuschleusen, die jetzt nicht so einfach möglich sind. Ich hoffe, euch hat das Video, kurze Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao.